Ah, perfekt, Sarah. Wie sieht's aus? Hab gehört, Sie haben die Konsole inzwischen in unsere Systeme integriert und mit dem alten Jetpack verbinden können. Sehr gute Arbeit, die Sie hier leisten. Sind Sie zufrieden? Zumindest vorerst, Chief. Doch wir haben leider noch viel Arbeit vor uns. Okay. Sehen wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Agent. Oh Gott, dafür ist die ganze Konstruktion allerdings nicht gedacht. Ja, irgendwie schuld. Kommen Sie mal wieder auf den Boden. Oder was soll das Ganze werden? Ich entschuldige meine Kinder. Apropos, wo ist eigentlich mein größtes Kind? H. Libre, den habe ich doch vorhin noch hier gesehen. Ich bin hier, Chief. Klar, wieder mal der Einzige ohne Lärmschutzkopfhörer. Was sagten Sie, Chief? Klar. Bei dem Lärm hier kann ich Sie kaum verstehen. Oh Gott. Agenten, aufpassen. Die Arbeit hier ist noch nicht getan. Nein, definitiv nicht, Chief. Ganz genau. Also zuhören. Agent Sarah und Schulz, Sie werden den Rest der Nacht an der Konsole weiterarbeiten. Irgendwo schwert Agent Abigail noch hier oben. Sie bekommen das also hin. Agent Ayla, Agent Ibrahim, Sie zwei will ich in 30 Minuten in der Undercover-Zentrale in der Innenstadt sehen. Verstanden? Ja, Sir. Layla und ich machen uns auf den Weg. Sehr gut. Sarah, Sie haben das Kommando hier unten. Enttäuschen Sie mich nicht. Nein, Chief. Keine Sorge. Ausgezeichnet. Gute Nacht. Gute Nacht, Sir. Also, Schulz, suchen wir Abigail und dann geht's wieder an die Arbeit. Komm, Layla, die Autobahn ist frei. Wenn wir gut durchkommen, schaffen wir es in einer halben Stunde in der Undercover-Zentrale zu sein. Bow Island ist eine Insel im Pazifik mit knapp 300 permanenten Einwohnern. Sie wurde 1926 unter einem Völkerrechtsmandat zu einer neutralen und staatsfreien Zone erklärt und beherbergte bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs einen britischen und einen französischen Marinestützpunkt. Oh Gott, der Chief erzählt uns diese verdammte Geschichte jetzt schon zum 10. Mal, Leila. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Insel zeitweilig von indonesischen Truppen unter japanischem Kommando besetzt und später sogar kurz von Teilen der Roten Armee. Insgesamt blieb die Insel allerdings nach ihrer Befreiung mehrheitlich in amerikanischer Hand. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie durch die neu gegründete UN wieder als neutrales und staatsfreies Gebiet erklärt. Und nach dem Koreakrieg einigten sich Washington und Moskau darauf, auf der Insel einen Militärstützpunkt einzurichten. Wobei die Sowjets den alten französischen Hafen und wir eine neue Basis im Kernland, im Schatten des Maugomomo, des Roten Berges, bezogen. Ein immer noch aktiver Vulkan, der aber zuletzt vor rund 1500 Jahren ausbrach. Im Jahr 1998 räumten die Russen nach dem Zerfall der Sowjetunion ihre Basis und im Jahr 2003 auch wir. Nur die Chinesen, die seit 1986 den alten britischen Hafen nutzen, blieben. Das meiste an kriegstauglichem Gerät ließen wir damals zurück, obwohl der Bestand an Flugzeugen gerade erst erneuert war. Die Existenz der Insel ist nur wenigen bekannt. Interessant. Doch sie dient jeher als ein Ort, wo sich die Mächte dieser Welt direkt gegenüberstehen. Noch bis ins Jahr 2015 nutzten Agenten des IAA die alte Basis für wichtige Studien. Und bis heute glauben wir nicht, dass die Russen ganz von der Insel abgezogen sind. Sie ist neutral, aber auch ein geballtes Pulverfass. Ein Funke reicht. Maugomomo. Also, jede militärische Operation auf Our Island kann also potenziell einen Weltkrieg auslösen. Daher wir. Das Federal Bureau ist keine Ausland-, sondern eine Inlandsbehörde. Deswegen hat die Regierung uns damit beauftragt, die Mission auszuführen. Ich muss da kurz rangehen. Wir reden gleich weiter. Das gibt's doch nicht. Und heute haben wir uns für unseren Star natürlich wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Unsere Jasmine wird heute in dicken Winterklamotten in diesen 37 Grad heißen Jacuzzi steigen. Mal sehen, wie lange sie es aushält, bis sie in ihren Klamotten dahin geschmolzen ist. Na dann, Jasmine, du bist am Zug. Rein mit dir! Ja, so ist gut.
Mach's dir ruhig bequem, denn hier kommst du so schnell nicht wieder raus. Oh wow, sieh sich das einer an. So cool kann wohl kaum jemand in einem 37 Grad heißen Jacuzzi in Winterklamotten sitzen, ne? Oh, Jasmine. Was meint ihr? Wie lange hält sich's aus? Bis sie nicht mehr kann und sich die Klamotten vom Leib reißt, hm? Wir können warten. Chief? Ich kann sie gut verstehen, Agent. Ach ja, meine Leute wissen bisher noch nichts über die Insel. Und mir und Leila erzählen sie diese Geschichte jetzt schon zum x-ten Mal. Meine Leute warten. Sie wollen wissen, wann es losgeht. Wissen, was auf sie zukommt. Wofür sie trainieren. Dann kann ich sie beruhigen. Ihr Warten hat ein Ende. Ich habe gerade mit Colonel Patterson gesprochen. Die Regierung gibt grünes Licht. Wir können loslegen. Und warum hat das so lange gedauert, Chief? Setzen Sie sich, Agent Ibrahim. Sie haben recht. Chief, bei allem Respekt. Meine Leute haben ein halbes Jahr lang trainiert, ohne zu wissen wofür. Ich verstehe das ganze Top Secret, aber ist das nicht etwas übertrieben? Ich meine, wir sind die siebte Abteilung. Muss man uns so lange im Dunkeln stehen lassen? Selbst diese Geschichte erzählen Sie nur Leila und mir. Sie haben recht. Ach ja? Agent Castella hat unglaublich viel an ihrer Fitness gearbeitet. Agent Bilal hat seine Fähigkeiten immens verbessert. Was ist denn der Grund? Die Regierung hat sie überprüfen lassen, Agent. Sie alle. Ob sie für diese Mission wirklich geeignet sind. Der Abschlussbericht ihrer psychologischen Beurteilung durch Professor Diana wurde erst gestern freigegeben. Aber wir sind doch alle Agenten der siebten Abteilung. Der alte Bericht war ungültig. Bitte was? Der alte Bericht wurde von Dr. Friedberg 2018 durchgeführt. Ohne ihn hätten wir unsere Interna gar nicht abschließen dürfen. Bei allem Respekt, Chief und Naomi, aber ich blicke nicht mehr durch. Ich verstehe Ihre Wut, Agent. Aber Dr. Friedberg war permanent betrunken und musste am Ende wegen einem Night Spirit Fauxpas auf dem Winewood Strip endgültig gekündigt werden. Professor Diana hat allerdings ein zufriedenstellendes Ergebnis und damit können wir loslegen. Okay, das heißt also, ich darf mein Team jetzt einweihen? Ja, Sie haben grünes Licht, Agent. Oh Wahnsinn, sie sitzt ja immer noch im Pool. Eingepackt wie eine Kokosnuss. Aber wartet ab, Leute. Die Hitze wird sich schon knacken. Agent Taylor, können Sie bitte diesen sexistischen und verblödeten Scheiß ausmachen? Das ist ja nicht zum Aushalten. Psst, Taylor. Was macht der Alte da am Hauptrechner? Ich schwöre dir bei Gott, irgendwas stimmt nicht. Seit wann hat Chief Kimmel ein Problem mit verblödetem Sexismus, hä? Oh ja, langsam wird es Zeit, Jasmine. Langsam wird es Zeit. Irgendwas ist an der ganzen Sache faul. Wir sind nicht umsonst Agenten der siebten Abteilung. Warum also muss ein komplett neues Profil über uns angelegt werden? Hä? Der Chief verheimlicht uns etwas. Und ich wette, die Antwort auf die Frage was, finden wir im psychologischen Bericht von Professor Diana. Vielleicht ist der Chief am Rechner noch mit seinem Profil angemeldet. Was denkst du? Naomi, warte. Was sollte das? Warum hast du ihnen das mit der Beurteilung gesagt? Sie wissen, wie Agent Ibrahim ist. Er wird nicht locker lassen, bis er nicht die ganze Wahrheit herausgefunden hat. Wir hätten ihm irgendwas wie, die Mission musste erst noch genehmigt werden oder so stecken können. Aber jetzt haben wir ihm nur noch mehr Fragen als Antworten in den Kopf gesetzt. Warum bist du immer so zu ihm? Weil es die Wahrheit ist, Cameron. Aber du bringst ihn damit immer nur gegen mich auf. Von Anfang an hast du in Agent Ibrahim immer nur Misstrauen gegen mich gesät. Weil du immer noch glaubst. Du könntest die Dinge durch Desinformation unter Kontrolle halten. Aber das tust du nicht. Du glaubst, du kannst sie dadurch beschützen. Aber das ist falsch. Warum dichtest du mir jetzt derartige Sentimentalität an, Special Agent? Weil ich dich kenne. Seit 1984, Cameron. Du hast dich nicht verändert. Oh Gott, du meinst es ernst. Naomi, verdammt. Guten Morgen, Agent Ibrahim. Na, eine lange Nacht gehabt? Guten Morgen, ey. Wo ist Ihre Frau? Wollen Sie nicht nach Hause und sich ein wenig hinlegen? Nach einer weiteren nächtlichen Geschichtsstunde mit Chief Cameron braucht man doch eine Runde Schlaf, nicht wahr? Nein, ich muss das Team zusammentrommeln. Cameron hat grünes Licht für die Mission gegeben. Aber vorher ist da noch was ich klären muss.
mit Agent Castella. Oh, okay. Kann ich Ihnen dabei irgendwie behilflich sein? Nein, danke, Ei. Alles, was ich wissen muss, habe ich bereits in Camerons Computer gefunden. Oh Gott, wow. Sie haben den Computer Ihres Chefs durchforstet? Werden wir da etwa wieder etwas kriminell, Agent Ibrahim? Nein, es erfüllte nur einen Zweck. Das sagen Sie alle. Und was wollen Sie nun mit Agent Castella besprechen? Beziehungsweise, was haben Sie denn überhaupt am Computer vom Chief gemacht? Hier wohnt sie. Komisch, das Auto steht nicht in der Einfahrt. Agent? Agent Ibrahim? Ei, wusstest du, dass über uns eine neue psychologische Beurteilung angelegt wurde? Ja, Agent. Aber Sie doch auch. Deshalb mussten Sie ja die letzten Wochen immer wieder zu Professor Diana. Seltsam. Keiner da? Seltsam. Und so seltsam ruhig. Komisch. Keine Möbel im Garten? Und überall sind die Gardinen zu. Vielleicht haben Sie keine Gartenmöbel und Sie kennen doch die beiden. Ryan und Castella, wer weiß, vielleicht sind runtergezogene Gardinen Teil Ihres. Naja, etwas Grufti-Satanisten-Lifestyle. Sie sind keine Grufti. Sowas muss man ganz klar unterscheiden. Aber darum geht es gerade ja auch nicht. Warum sind Sie nun überhaupt hierher gefahren? Und was hat das Ganze nun mit der psychologischen Einschätzung zu tun? Das erfährst du noch früh genug, mein virtueller Stalker. Nicht sehr nett. Oh, nicht doch, Cameron. Sie sind gar nicht Cameron. Und sicherlich auch nicht aus demselben Grund hier. Was machen Sie denn hier, Ibrahim? Haben Sie noch Fragen zur Mission? Oder wie kann ich Ihnen helfen? Nein, doch. Denn es geht auch um die Mission. Denn ich habe ein paar Fragen zur neuen psychologischen Einschätzung. Denn Sie haben mir letzte Nacht nicht zu Ihrem Ergebnis gesagt. Oh Gott, Ibrahim, möchten Sie was trinken? Einen Wein? Nein, Sie trinken ja keinen Alkohol. Vielleicht ein Kaffee? Gerade lieber Alkohol als Koffein. Naomi, bei allem Respekt, bitte beantworten Sie mir meine Frage. Ich nehme einen Kaffee. Gut. Also, Special Agent. Was genau möchten Sie denn wissen? Es sind langweilige Beurteilungen. Zum Beispiel. Dass die Schizophrenie zwischen Riesenego und schutzbedürftigen Kleinkind hin und her wechselt. Und das ist es nicht. Ich möchte wissen, ob es Agenten gibt, die durchgefallen sind. Oh, der Kaffee ist fertig. Aber das wissen Sie doch schon bereits. Mag sein, aber ich möchte es von Ihnen wissen. Der Chief würde mich eh nur wieder anbieten. Stopp, Agent Ibrahim. Haben Sie etwas Respekt? Der Chief lügt Sie nicht an. Stopp, bei allem Respekt, jetzt lügen Sie. Denn ich weiß das. Ich habe die Beurteilung gelesen. Ah. Das dachte ich mir. Sie haben den Computer des Chiefs durchwühlt. Nicht wahr? Ja, und dabei zwei Namen gelesen. Einer, der die Beurteilung nicht bestanden hat und einer, der nur knapp bestanden hat. Oh Gott, was wollen Sie dann von mir? Ich finde es schön, dass Sie mich besuchen. Aber warum dieser Tanz? Was wollen Sie jetzt von mir hören? Wieso ich außen vor gelassen werde? Ich soll diese Mission doch leiten. Sie hätten noch früh genug davon erfahren, Ibrahim. Noch früh genug. Was glauben Sie denn? Dass wir Sie mit Leuten auf die Insel schicken, die dafür nicht geeignet sind? Ja, ich weiß, die 7. Abteilung steht auf der Kippe. Aber wenn Sie anfangen rumzutricksen, damit Leute, die eine objektive Beurteilung nicht standhalten, dennoch auf die Mission geschickt werden...
Sie haben. Ich finde das Ganze ganz sicher nicht besser. Echt? Habe ich das? Ja, das habe ich. Hören Sie, Agent. Chief Cameron versucht nicht zu vertuschen. Ach ja? Was dann? Warum wird mir nicht davon gesagt? Die Regierung kennt die Ergebnisse. Nur sie wollte er beschützen, weil er ihr Freund ist. Und Cameron weiß das ganz genau. Es mag blöd klingen, aber der Alte wird langsam etwas sentimental. Ach ja? Dann kennt er mich aber schlecht. Wenn er glaubt, ich würde das nicht verkraften. Ich bin ein guter Agent. Ich mag meine Kindeleien haben. Aber wenn es um so etwas geht, bei allem Respekt, dann verstehe ich keinen Spaß mehr. Gut. Dann sagen Sie das dem Chief. Sie rocken das. Warum wollten Sie mit Castella sprechen, wenn es eigentlich um Agent Bilal ging? Weil ich jemanden brauche, der mir hilft, das ihm beizubringen. Jetzt haben Sie wohl doch einen Kaffee gebraucht, nicht wahr, Agent? Oh ja, ich habe seit 24 Stunden nicht geschlafen. Zeit, nach Hause zu fahren. Das kann ich Ihnen nur raten, denn dort wartet eine ziemliche Überraschung auf Sie, Agent Ibrahim. Also los, treten Sie aufs Gas. Oh Gott, was ist denn hier los? Was machst du denn hier? Überraschung. Aber wie, Ei? Mit dir hätte ich heute nicht gerechnet, Jasmine. Ach nein, dachtest du etwa, ich sehe sie immer noch mit Klamotten im Jacuzzi? Ich weiß, dass ihr beiden die Show letzte Nacht gesehen habt. Also tut nicht so unschuldig. Eines Morgens wirst du aufwachen und Leia rechts und mich links von dir sehen. Mag sein, dass ich manchmal solche Fantasien habe, aber... Ist schon gut. Hör zu. Ich bin hier, weil ich dir etwas mitteilen muss. Kennst du noch Rachel? Ich wusste es. Zur Info, Leila. Rachel war die, die er vor uns beiden, naja, du weißt schon, seine Ex-Ex. Okay, genau genommen stimmt das nicht, denn die beiden waren ja nie ein Paar. Stimmt's? Das hast du mir zumindest immer erzählt. Aber vergessen wir das mal. Also. Ich bin hier, um die traurige Nachricht zu übermitteln, dass Rachel im Krankenhaus liegt. Und zwar im künstlichen Koma. Jemand hat sie schwer verletzt in einem Straßengraben auf einer Landstraße Richtung Zenora Desert gefunden. Weiß, was sie dort wollte? Ihre Eltern wussten nicht einmal, dass sie im Bundesstaat ist. Die Sache scheint also sehr mysteriös zu sein, Agent Ibrahim. Bin ich der Einzige, dem aufgefallen ist, dass Agent Leila das Ganze hier nicht wirklich gefällt?